Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Liebe Freunde, diese beiden Texte, die wir in der heiligen Nacht und am Dreikönigstag hören, zeigen uns die Hirten, die sind in ihrem Alltagsgeschäft, müde von der Arbeit. Und da kommt dann doch dieser Engel und verkündet ihnen diese große Freude. Sie machen sich auf, trotz aller Mühsal des Alltages, und sie sehen dieses Jesuskind gehen zurück und preisen in ihrem Alltag das, was sie gesehen und gehört haben. Eine eindrückliche Geschichte Menschen in ihrem Alltag berührt vom Herrn und sie nutzen dieses, um in ihrem Alltag von ihm zu erzählen. Und bei den Sterndeutern, den Magiern aus dem Morgenland hören wir, dass sie zwar verkündet bekommen haben und an den Sternen gesehen haben, es ist großartiges, was da geschieht, und sie kommen dann an einen mickrigen Stall, armselig, eine Frau und ein Mann und ein Baby, da könnten wir ja ins Zweifeln kommen. Aber da heißt es, sie sind eingezogen, knie nieder und beten an. Auf einem anderen Weg kehren sie zurück in ihr Land. Liebe Schwestern und Brüder, das ist für mich so Weihnachten. Innezuhalten, Gott zu begegnen und ich ermutige Sie vielleicht auch in diesen Tagen, wenn der Trubel nicht mehr so groß ist, das Jesuskind einmal in Ihre Hand zu nehmen und Jesus einzuladen, Komm zu mir. Weihnachten ist ja acht Tage lang, vom 25. bis zum 1. Jesus einzuladen, komm in mein Leben, dass wirklich Weihnachten geschieht und dass wir in unserem Alltag dann tatsächlich auch Menschen sind, die von Christus erzählen, von dieser Begegnung, sei es in der Eucharistie, sei es in den Sakramenten, sei es im Wort Gottes, was wir gehört haben. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, dass unser Alltag, durchdrungen wird von dieser Botschaft des Herrn, er kommt um deinetwillen in diese Welt. Er sorgt sich um dich, er ist für dich da, deswegen kommt er. Ich danke Ihnen auch herzlich für alle Unterstützung, sei es im Gebet, sei es im Mittun, sei es durch Ihre Spenden. Das ist uns ein großes Geschenk und Sie tragen dazu bei, dass anderen das begegnen kann, was wir bei den Hirten und bei den Drei Königen gehört haben. Christus zu begegnen in den Messen, in den Sendungen, die wir haben, und gleichzeitig gestärkt zu sein, um im Alltag weiterzugehen. So wünsche ich Ihnen und Ihrer ganzen Familie Gottes Segen und für die ganze Kirche und die ganze Schöpfung, das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.